auch nur ein Tier 2 laden, ne? Hm. Muss ich jetzt gerade mal schauen. Wir haben Closing 100%. Wir haben gerade bei der Nachfrage schon. Oh, Mensch. Naja, dann ist das ein Tier 2 Shop. Dann sollte er sich beschränken auf Frauenschuhe. Müsste das jetzt rein theoretisch. Müsste das jetzt aber ein Tier 3 Store sein. Habe ich zumindest gerade. Oh, was ich gerade gar nicht mehr drauf geachtet habe, auf den Profit hier. Über 6000 jetzt schon. Gestern über 6000. Weit über 6000. 6700. Und jetzt gerade über 7000. Läuft ja gerade gar nicht schlecht. Warte mal, wie viel? 51? Nochmal gesteigert. 83, ein bisschen gesunken. Ist gestiegen, 32. 81. Gar nicht schlecht. Und hier fängt er gerade mit 51% an. Das ist gar nicht schlecht, wenn er die hält bzw. noch steigen. Ja, haben wir jetzt hier 3. Perfekt. Sehr schön. Ersten Tier 3, Tier 3 hier Shop. Einkaufsmöglichkeit drinnen. Perfekt. So, die Frage ist jetzt. Na gut, wir haben da Kleidung und dann. Das ist theoretisch, kann man doch. Ja, theoretisch. Was ist theoretisch? Es ist ja eigentlich so, dass man Tier 1 vielleicht weniger, aber Tier 2, Tier 3 alles in einem hat, ne? Sprich, in so einer Mall hätte man eigentlich, wenn man wirklich kleine Geschäfte macht, haufenweise Tier 3 Shops, ne? Ja, schauen wir schon. So, die Frage ist, was haben wir denn noch übrig? Was haben wir noch nicht drin? Luxus. Den würde ich hier eigentlich gerne drin haben. Store. Storage. Manage. Store. Mit dem, ja. Stuff. Um 12 bis 24 Uhr, genau, Reise, ne? Ja. Und einen Auffüller wieder nach demselben Schema. 6 bis 21 Uhr soll er arbeiten. Genau, volle Kassen. Wo haben wir denn volle Kassen? Ach, die nicht volle Kassen, die fordern hier Westrooms, Toiletten. Und Restaurant. Aber die haben wir noch gar nicht freigeschaltet, soweit ich weiß, oder? Restaurant, doch könnten wir sogar schon. Brauchen wir denn für ein Restaurant eigentlich alles? Was können wir eigentlich sonst noch alles? ATM, Brunnen. Was brauchen wir für ein Restaurant? Restaurant, ja klar, Tische und Stühle, die könnten wir quasi in hochwertiger und billiger Qualität anbieten, beziehungsweise platzieren schon mal. Oder auch so ein Dinner Table, das geht auch. Fast Food Cooking Wench, haben wir noch nicht freigeschaltet, Fast Food Warmer. Ne, dann können wir es eigentlich noch gar nicht. Ne, können
können wir noch gar nicht. Die Sachen fehlen dafür. Ja, Restaurants wird sehr viel gefordert anscheinend. Ein Restaurant wäre schon nicht schlecht, ne? Sollte ich mich mal gleich mit auseinandersetzen. Was wollten wir hier? Luxus, Luxus, Luxus. Was brauchen wir für Luxus? Das auf jeden Fall schon mal nicht. Und von... Ah, hier, Juwelier, ne? Wo ist ein bisschen groß für ein Juwelier? Obwohl, das wäre ja auch ein Tier 3, ne? So. Das fällt unter Kleidung? Na gut. Vielleicht ein bisschen groß für ein Juwelier, oder? Das ist halt ein großer Juwelier, ne? Sehr viel, ja. Also wenn der eingebrochen wird, wenn der abkassiert wird, ai. Besten ja noch Security brauchen wir noch. Ja gut, das gibt's in dem Game nicht, noch nicht, weiß ich nicht. Ja, Restaurants werden sehr stark gefordert hier. So ein perfekter Ort wäre vielleicht hier oben, ne? Oder dort. Eher wahrscheinlich hier. Bin ich gerade am überlegen. Oh, 16.000 schon im WTF. Und wir haben erforscht. Ah ne, haben wir noch nicht. Okay. Eieiei, das läuft schon nicht schlecht. Ja, die Schuhe, da sind wir am Limit schon. Bei den Männern, okay. Da sind wir schon drüber. Bei Tier 2. Ziemlich ausgewogen hier. Drogerie und Essen und TV und... Obwohl Essen... Na, Essen geht. Ja, dann später noch hier unten die Füllen. Was fehlt denn dann noch? Haben wir keine Laptop-Computer haben wir doch auch angeboten. Oder nicht? Komisch, warum die nicht da drin sind. Angebot ist da. Nachfrage auch. Restaurant wollte ich mal gerade schauen. Was muss ich denn da erforschen? Restaurant? 96, Unlock Fast Food Restaurants. Okay, ja. Oh, das Geld wird auf jeden Fall nicht knapp. Es kommt auf jeden Fall dazu wieder. So. Gucke ich nochmal durch. 50, 9, 89, 28 wieder ein bisschen runtergegangen. 90, nicht schlecht. 67, dafür, dass es schon Schuhladen in dem Sinne gibt. Zudem sind noch keine Daten bekannt. Würde mich aber gerade mehr interessieren, der 67. Wie sieht es denn dann mit dem... Ah, der hat 89, ne, dann läuft das ja ganz gut mit den beiden Läden trotzdem, obwohl die nebeneinander sind. Ja, nice. Das Lager ist irgendwie nicht aus... oder nicht voll. Ah, hab ich noch nicht angegeben, okay.
So, ja, Restaurant ist definitiv ein nächstes großes Ziel, beziehungsweise ich noch Küchenbedarf, sehe so Haushaltsmaschinen. Ja, Restaurant erforschen. Da ist eine Schlange voll. Wir haben drei Kassiere, warum die sich nicht auf... Na, okay, teilen sich jetzt auf. Ja gut, Platz für noch ein Schalter ist jetzt gerade nicht. Baue ich denn jetzt noch den Laden rein hier rein? Wie viele Sachen habe ich denn da freigeschaltet? Tools? Nein. Plan. Ah. Waschmaschine. Vier Sachen sind das. Die wahrscheinlich auch alle auf der Palette gehen, ne? Vier. Wie groß ist die? Nur eins weg. Da reicht definitiv hier so ein kleiner Laden. Dann kann ich hier auch irgendein Lager noch anzapfen. Ja, nehme ich dann das Lager da oben. Wohl am besten das. Ja. Foundation. Wenn er definitiv... Nein, da nicht. Tür, die hatte ich hier oben gesetzt, mal. Ich hoffe, das passt. Da müssen wir kurz noch warten. Das geht schon mal hin, sehr schön. Paletten. Dass man die jetzt nicht drehen kann, ist scheiße. Sollte doch von Aufteilung drüber passen, ne? Hoffe ich zumindest. Store. Manage. Sollte eigentlich ein Store und kein Storage werden, ja. So, Kassierer, klar, brauchen wir wieder mal. Noch ein Kassierer für die Nacht, so einen späteren zweiten. Und wieder von 6 bis 21 Uhr brauchen wir einen Auffüller, genau. So. Waschmaschinen. Machen wir mal 4 Packs hier. Dishwasher. Drying Machine. Genau, Kühlschrank. Aber neben 6. Perfekt. Das passt. Restaurants. Schlange vor. Na gut, das war jetzt Nachmittag, okay. Ja, Ziel sollte eigentlich sein, so dass hier das Ihr Laden vielleicht über 50%.
Prozent kommt, was der eine gerade bei der hier unten nicht tut. Restaurant, wie lange brauchen die noch? Ja. 56, das dauert noch ein bisschen. Ich bin jetzt mal auf den Laden hier, auf den neuen gespannt. Wenn wir aber erst am Ende hier des Tag 29 reden. Jetzt wird es die Ware auch angeliefert, sprich das dauert noch ein bisschen. Na, das läuft doch langsam. Parkplatz fühlt sich auch langsamer. Aber ich glaube, da müssen wir noch nicht handeln und erweitern. Wie sah es denn jetzt hier aus? Hier haben wir 3, 4. Zwölf Parkplätze haben wir hier für 3 Läden jetzt gerade. Also für die Mitarbeiter. Hier arbeiten eigentlich immer 6. Ne, es passt. Maximal 9 dann. Also gleichzeitig, das sollte passen. Wenn, können die auch noch da hinten ausweichen. So ein bisschen laufen. Ja. So, jetzt kommen wir wieder über 12.000. Wie sah es in den letzten Tagen jetzt aus? 16.000, nice. Ja, die Restaurants kommen bald. Das wird jetzt mein nächstes Projekt, denke ich, sein. Es sei denn, haben wir irgendwas noch nicht drin. Luxus haben wir drin. Electronic haben wir drin. Closing haben wir drin. Chemical haben wir drin. Ansonsten passt das, denke ich mal.